bin Carsten Schönemann. Ich arbeite hier an Bord als Leitender Ingenieur. Bin bei Hapag-Lloyd seit 1995. Habe da damals als Azubi zum Schiffsmechaniker angefangen. 97 ging es dann nach Hamburg zum Studium der Schiffsbetriebstechnik. Und seit 2002 fahre ich hier als zweiter Ingenieur und ab 2010 als Leitender Ingenieur. Als Leitender Ingenieur kümmert man sich um alle technischen Belange, die auf dem Schiff anfallen. Ja, Bunkerbestellung, Ersatzteilbestellung, jetzt hier bei unserem Neubauprojekt. Vor allen Dingen im ersten Jahr viel Claim-Abarbeitung, das heißt Defekte melden, Teile organisieren. Besonders herausfordernd hier bei diesem Projekt ist halt der LNG-Antrieb. Das heißt, das Schiff kann auch mit verflüssigtem Erdgas betrieben werden. Das bedeutet natürlich eine Menge neuer Technik, die an Bord ist. LNG wird bei minus 159 Grad im Tank gelagert. Und der ganze Weg, bis das Gas dann mal bei der Hauptmaschine ankommt, bedarf auch einer Menge Einsatz. Brennstoff ist teuer, man muss das Schiff so fahren, dass dann möglichst ökonomisch passiert. Zum Beispiel den richtigen Trim beachten, um verbrauchsoptimiert zu fahren. Die Besonderheit bei diesem Schiff ist der Dual-Fuel-Antrieb. Es ist das erste Schiff bei Hapag-Lloyd, das von Grund auf mit dieser neuen Antriebstechnik ausgerüstet wurde. Mit der Zeit ist man schon ein gutes Stück vorangekommen auf dem Weg zum emissionsfreien Schiffsbetrieb.